Athen. Auch ganz neutral. Kolchis hasst uns wie die Pest. Aber den Seleukiden muss doch irgendwas möglich sein. Ich fühle mich geehrt, euch zu empfangen und freue mich, kluge Argumente und geistreichen Witz zu hören. Niedrig, nee, das machen sie nicht. Oder nur ein Handelsabkommen mit ein bisschen Geld. Dann müssen wir weiterfahren. Hier ist minus 19 angesagt, das ist natürlich gar nicht gut. Durch die großen kulturellen Unterschiede, ja. Gut. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal weiter und den lassen wir vielleicht doch jetzt mal irgendwelche Einheiten rekrutieren. Und zwar am besten die Speerkämpfer einmal. Die Steinschleuder auch nochmal. Okay. Denn es kann sein, dass sich Rebellenarmeen hier bilden. Und das ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber die sind erstmal sehr, sehr schwach. Aber trotzdem möchte ich gerne das nicht der lokalen Garnison überlassen, mit denen fertig zu werden. Außerdem kann es ja sein, dass die armenischen Truppen bald einmarschieren. Die dürften zwar auch nicht allzu stark sein, aber wie gesagt, immer Vorsicht ist die Mutter der Porzellanvase oder Porzellankiste. Und deswegen im Zweifel lieber ein bisschen mehr Truppen ausbilden, auch wenn es erstmal nicht die ganz guten sind. Man kann sie ja später auch wieder entlassen. Ich möchte auf jeden Fall diese ganze Provinz haben. Das wäre ein riesiger Schritt. Da ist Armenien. Hat wohl irgendwas gemacht. Aber ich habe sie jetzt nicht gesehen. Vielleicht haben sie verborgene Aktionen durchgeführt mit Würdenträgern, Agenten und Co. Die Kimmerer, die ziehen immer ihre selbe Flotte rum. Ich glaube, ich versuche die Flotte mal anzugreifen. Ich kenne mich jetzt mal mit den Seeschlachten so gut wie überhaupt nicht aus, aber vielleicht, wenn wir die wegbekommen oder so, dann ist das vielleicht wieder ein Bonus für uns. Olbia, ganz im Norden. So. Aha, da ist es nämlich. Militärsabotageversuch. Glücklicherweise ist der Versuch aber fehlgeschlagen. Das ist schon mal gut. Seuche. Krankheit, wo? Oh, Trapezos. Gut, das ist unser Verbündeter nur. Quartiermeisterbericht, okay. Unzufriedene Bevölkerung in Armenien, das ist nichts Neues. Baubericht, Gehöft und hellenistischer Weiler. Ah, Marzaka. Da sind wir Suta. Dann sollten wir doch dieses... Ja, auch irgendwann mal umrüsten. Und an Asamasota ist das fertig geworden. Das ist schön. Ja, wir kratzen immer ganz knapp an der Grenze. So ärgerlich. General. Oh, plus 5 Nahkampfabwehr für alle hellenischen Einheiten. Das ist sehr schön. Das ist an der richtigen Stelle. Und da ist ein böser, böser Spion. Und ein leichtes Mädchen. Für den Kollegen hier im Westen. Oh, die Streiter des Amades. Das geht natürlich gar nicht. Der braucht auch einen neuen Namen. Details. Die bekommt natürlich den Namen Dritte Armee. Ich werde mir irgendwann mal in einem anderen Let's Play lustige Armeenamen ausdenken. Aber jetzt machen wir es erstmal ganz normal. Und die nenne ich mal, ja, das ist in der Mitte, also Zentrum. Dritte Armee Zentrum. Und Söldner anheuern. Ah, stimmt, die gibt es ja auch. Söldner Hügelmänner. Söldner Plänkler Kavallerie. Aber ziemlich teuer im Unterhalt natürlich, ne? So, der marschiert weiter auf Tushpa. Wir werden diese Siedlung. Und auch hier kaum oder nur stark beschädigte Stadtwachen. Auch das machen wir automatisch. Und wir besiegen die mit einem
Tritt in die Klöten. Und dann ist er auch schon weg. Und wir könnten natürlich diese Provinz plündern, aber das wäre gar nicht gut für die Instabilität. Das wäre gar nicht gut. Deswegen auch hier einfach erstmal nur besetzen. Er hat seinen Rang erhöht. Der General in diesem Fall. Und das wollen wir doch gleich mal ausnutzen. Navigator, nein, Admiral soll er nicht sein. Taktiker. Plus 8% Bewegungsreichweite, eine sehr interessante Sache. Das machen wir doch mal. Das ist Taktiker. Und noch mehr List. Auch nicht schlecht. Deswegen hat er den Angriff auch abgewehrt, weil er so einen hohen Listwert hat von 8 Punkten. Das ist sehr, sehr gut. Tushpa, was haben wir denn hier für Gebäude? Einen östlichen Weiler und wir haben eine Stelle, vielleicht die Pferde. Das können wir auch reißen. Ja, die Provinz da ist... Der geht's erstmal nicht gut. Die Truppen werden aufgerüstet und ihm hier gebe ich jetzt nochmal eine Einheit. Plänklerkavallerie. Oh, das ist eine gute Einheit. Gute Geschossschaden. Hm, die nehmen wir mal rein. Auch Bürgerkavallerie könnten wir mal reinnehmen. Oh, gute Nahkampfabwehr und Gesundheit. Aber ich will jetzt nicht zu viele Einheiten rekrutieren. Warte mal, Handel und Finanzen. Plus 2200 hätten wir 1700 ungefähr. Das würde reichen, um endlich mal den ersten hellenistischen Weiler umzubauen. Beziehungsweise hier mal das umzubauen. Aber das ist nicht ganz so wichtig, oder? Und dieses Gebäude dann irgendwie keine Auswirkung hat. Okay. Würde ich sagen. Sind wir jetzt mal Verstärker vielleicht? Athen, ja, damit schon eine positive Beziehung. Also hier ein leicht, das ist dieses Kräfteverhältnis. Vielleicht können wir ja jetzt seid gegrüßt, durch das bessere Freund. Kräfteverhältnis. Sprecht. Nein, können wir nicht. Seleukiden, da haben wir zumindest aufgeholt, sind aber noch nicht gleichwertig. Seid gegrüßt, Freund. Wein. Nein. Gut. Die sind jetzt in unserer Reichweite, aber uiuiui, da ist natürlich alles furchtbar. Die Nachbarstaaten, die hassen uns wie die Pest. Auch Kolchis ist uns nicht gerade wohlgesonnen. Okay, dann müssen wir erstmal warten. Und während die sich vergrößern, werden die weiter aufgestockt. Und dann geht es nächste Runde auch schon gegen Armavir. Okay, weiter geht's. Das große Rom zieht. Und die anderen starten gleich hinterher. Und ich hoffe natürlich, dass Armenien jetzt nicht erstarkt oder noch schlimmer, dass uns die Provinz von irgendeinem anderen Heini wieder weggeschnappt wird. Das wäre ja noch schlimmer. Denn ich möchte jetzt Armavir erobern als Region, um die ganze Provinz Armenien zu beherrschen. Und dann haben wir auch eine starke Machtposition hier im Mittleren oder im Nahen Osten. Beziehungsweise in Kleinasien ist das ja. Und Bütnien, unsere Verbündeten. Genau, die machen da wieder irgendwas Lustiges. Die Briganten, die sitzen in Schottland übrigens, habe ich rausgefunden, indem ich mal ganz kurz die Echenia angespielt habe, schon mal, um zu gucken, was man noch so spielen könnte. Aber wo wir gerade dabei sind, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Pontus natürlich zu Ende spiele, klar. Und Rom, klar, das muss, must have mitgespielt, aber Ägypten finde ich auch sehr interessant. Und auch die barbarischen Fraktionen, zum Beispiel die Gallier, die haben, oder die Averna, wie es hier heißt, als Stamm, haben sehr gute Kavallerie. Die Ichener haben interessante Einheiten, vor allem Streitwagen und natürlich auch die Germanen, die soeben. Und auch die Griechen, also eigentlich sind alle Fraktionen geil. Und es kommen ja durch die ganzen DLCs in nächster Zeit noch insgesamt 4 neue Fraktionen hinzu, falls ihr es vielleicht schon mitbekommen habt. Die Seleukiden kommen noch gratis dazu, im Oktober irgendwann. Und dann soll es noch so eine östliche Barbaren-Pack geben mit 3 weiteren Nationen, unter anderem Dakien und Skythien, soweit ich weiß. Für das, was nördlich des Schwarzen Meeres und östlich von Polen ist. Auch nochmal 3 Fraktionen, das soll dann kostenpflichtig sein. Mal sehen, ob da auch noch interessante Nationen dabei sind. Jetzt haben wir erstmal wieder einen toten General, den Admiral in diesem Fall. Da sollten wir vielleicht mal... Unterstützung? Nee, dann nehmen wir mal lieber einen der anderen Familien. Und er nimmt sich mal ein wertvolles Schiff, nämlich die Angriffshexiere. Ja, ist das Wertvollste. Ja. Aufgebrachte Bevölkerung in Armenien. Es ist entrüstet, es steht ein hohes Risiko eines lokalen Aufstandes, okay. Eigenschaft erhalten. Oh, unzuverlässig.
Bau abgeschlossen, Periökenlager. Sehr gut. Dann können wir hier jetzt nämlich auch demnächst mal was rekrutieren. Aus irgendeinem Grund sind wir aber reich. Wie kann das denn sein? Es gibt eine politische Intrige gegen uns. Intrige, Attentatsversuch. Aufhetzende Partei, andere Familien, Ziel, Prokiopus. Aha. Er wurde verwundet. Na gut. Gott meldet sich, mein Herr. Das merken wir uns natürlich. Wie sieht's aus mit unserer Unterstützung? 104 von 150 Hochadeligen, Hofadeligen, Entschuldigung, unterstützen uns. Dann sollte doch eigentlich das ausreichen erstmal. Finanzen sind besser als erwartet. Dann müssen wir das Geld jetzt weise ausgeben. Das muss zum Beispiel endlich mal umgemodelt werden im feministischen Dorf. Da gibt es übrigens Wein, eine wertvolle Handelsressource. Das sollte auch dringend umgemodelt werden. Und hier ist zum Beispiel jetzt der geweihte Boden, das Mittel der Wahl. Die Sachen sind zwar auch alle interessant, aber der geweihte Boden sorgt für mehr öffentliche Ordnung und die Verbreitung der hellenistischen Kultur. Und wenn wir uns das mal kurz angucken, die Provinzdetails, seht ihr nämlich, dass die Kultur sich in diesem Fall nicht automatisch weiter verbreitet, sondern zu 100% östlich bleibt. Und das müssen wir natürlich dringend ändern. Auch hier in Samosata, da geht es zwar voran, aber naja gut. Hier muss auf jeden Fall was getan werden. Das sieht gar nicht gut aus. Und diese Gebäude können wir jetzt noch nicht ändern. Den Hof. Gut. Zu See oder über die Berge her? Der bleibt erstmal so, wie er ist. Wieso hat der jetzt keine Einheiten bekommen? Bereit zum Kommen. Na toll. Schade. Wo kommen die denn her? Ach, ja, das hier. Für euch, abgerissen. Ja, natürlich, alles klar.